Sechsmal Tschechien, ein Podcast in 6 Folgen. Klima und Umwelt, Tschechiens Beziehung zu Russland, die Rechte der LGBTQIA+ und die Lage von Minderheiten. Wie steht die Gesellschaft zur EU, zu Flucht und Migration? Wir bieten einen Einblick in aktuelle politische Debatten. Sechsmal Tschechien, ein Podcast der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und von Radio Prag International. Wenn wir die Tschechen vom Green Deal überzeugen, dann überzeugen wir auch alle anderen. Das sagte 2022 der damalige EU-Kommissar für Klimapolitik Franz Timmermans. Sind die Tschechen wirklich die größten Klimaskeptiker der Europäischen Union? Warum spaltet der Green Deal die tschechische Bevölkerung? Und wie hat sich die dortige Diskussion über den Klimawandel in den letzten Jahren verändert? Die Gäste unserer ersten Folge sind Bedřich Moldan, er war der erste Umweltminister der Tschechoslowakei nach der samtenen Revolution, zudem die Analytikerin Romana Březovská aus dem Klimateam der Assoziation für internationale Fragen und wir sprechen auch mit Alexander Vondra, er sitzt für die Bürgerdemokraten im EU-Parlament, sowie mit dem Umweltpsychologen Jan Krajhansl, Gründer und Leiter des Instituts 2050. Mein Name ist Filip Rambousek und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Obwohl die Tschechen mitunter als die größten Klimaskeptiker in der Europäischen Union gelten, ist die Realität weitaus komplexer, findet der Umweltpsychologe Jan Krajhansl. Die öffentliche Meinung habe sich in den letzten Jahren stark verändert. In der Mehrheit hält die tschechische Öffentlichkeit den Klimawandel bereits heute für ein ernstes Problem. Verschiedenen Umfragen zufolge sind das etwa 70% bis 80% der Bürgerinnen und Bürger. Gleichzeitig wünschen sich rund 70% der Menschen in Tschechien, dass der Staat im Klimaschutz aktiv ist. Auch wenn diese Zahlen relativ hoch erscheinen, sind wir im europäischen Vergleich immer noch Schlusslicht. Wer also sagt, dass es in Europa nur wenige Nationen gibt, die so zurückhaltend sind wie die Tschechen, hat recht. So hat es ja auch Franz Timmermann einmal gesagt. Wenn wir die Tschechen von der Dekarbonisierung überzeugen können, dann können wir alle überzeugen. Aber selbst wenn wir in Europa hinten an sind, sind bereits 70-75% der Menschen hierzulande der Meinung, dass wir grundlegende Schritte unternehmen und in einem viel größeren Umfang aktiv werden sollten als bisher. Die Sicht der Tschechen auf den Klimawandel enthält eine Reihe von inneren Widersprüchen. Obwohl der Anteil der Menschen, die im Klimawandel ein ernstes Problem sehen, allmählich steigt, ergänzte die Analytikerin Romana Březovská. 86% der Menschen wissen, dass der Klimawandel große Auswirkungen auf die Welt hat. Das können wir Umfragen entnehmen. Aber nur 40% der Menschen glauben, dass diese Auswirkungen in ihrem persönlichen Leben zu spüren sein werden. Dieser Widerspruch ist interessant. Vielleicht liegt er daran, dass die Tschechische Republik eine Art Welt für sich ist, von den Nachbarländern durch Gebirgsketten getrennt, die sich praktisch entlang der gesamten Grenze erstrecken. Es ist, als ob wir auf einer eigenen Insel leben. Mit anderen Worten, die meisten Tschechen verstehen, dass der Klimawandel ein drängendes globales Problem ist, aber viele von ihnen glauben immer noch, dass er das Leben der Menschen in ihrem Land nicht gravierend beeinflussen wird. Ja, es ist so ein Gefühl der eigenen Großartigkeit und Unantastbarkeit, eine Art Stolz auf die Tatsache, dass wir Teil der Welt sind, aber alles von unserem eigenen Universum aus betrachten können. Das führt dann aber dazu, dass wir nicht bereit sind, zur Lösung des Problems beizutragen, weil wir denken, dass es uns nicht betreffen wird. Und wenn doch, dann erst in weiter Zukunft. Wie ist also die tschechische Klimaschutzdebatte an diesen Punkt gekommen? Sehen wir uns zunächst einmal an, wie sich das Verhältnis der Tschechen zur Umwelt seit ungefähr 1989 verändert hat. Nach 40 Jahren Staatssozialismus sei die Umwelt in der Tschechoslowakei stark belastet gewesen, erinnerte sich Bedřich Moldan. Man muss sagen, es war wirklich sehr schlimm. Vor allem die Luftverschmutzung war katastrophal. Aber auch die Wasserverschmutzung zum Beispiel war sehr gravierend.
Die große Mehrheit der überprüften Wasserläufe galt als in höchstem Maß verschmutzt. Und natürlich haben die Menschen das mitbekommen. Am schlimmsten betroffen waren die Kohleregionen in Nordböhmen und Ostrau, aber eigentlich alle großen Ballungsgebiete. In Prag beispielsweise wurden einst unglaublich hohe Konzentrationen von Schwefeldioxid gemessen. Der schlechte Zustand der Umwelt war eines der wichtigsten Themen, die die Menschen auf die Straße brachten, schon vor dem 17. November 1989, wie Moldan betont. Etwa 14 Tage vor der großen Prager Demonstration im November 1989 fand auch in Teplice eine große Demonstration statt. Bei dieser skandierten die Menschen Parolen über saubere Luft und dass sie die enorme Belastung durch die Umweltverschmutzung nicht länger hinnehmen wollten. Der schlechte Zustand der Umwelt war zweifelsohne einer der wichtigsten Faktoren im Gesamtkomplex der samtenen Revolution. Auch dank des großen öffentlichen Interesses blieb das Thema Umweltschutz in den ersten Jahren nach der Revolution einer der wichtigsten Prioritäten, also zu der Zeit, als Bedřich Moldan Umweltminister war. Diese starke Aktivität des Ministeriums in der Anfangszeit wurde von der Öffentlichkeit außerordentlich gut mitgetragen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, als ich als Minister eine Gesetzesvorlage ins Abgeordnetenhaus einbrachte. Das begrüßten die Abgeordneten und sie beglückwünschten mich, dass wir ein weiteres grünes Gesetz bekommen würden. So etwas kann ich mir heute nicht mehr vorstellen. Damals hat sich dieser Enthusiasmus aber nicht nur in der Gesetzgebung, sondern auch in anderen Lebensbereichen niedergeschlagen. Die gesamte Gesellschaft, einschließlich der Industrie und der Unternehmen, hat sich daran beteiligt. In den 90er Jahren führte dies zu einer deutlichen Verringerung der Luftverschmutzung durch die Industrie und zu einem sprunghaften Anstieg der Luftqualität. Auch im Hinblick auf die Gesetzgebung würden die frühen 90er Jahre eine Schlüsselperiode darstellen, sagt Jan Kreihansel. Zu Beginn der 1990er Jahre wurden grundlegende Gesetze erlassen, die bis heute den Umweltschutz in der Tschechischen Republik bestimmen. Aber mit dem allmählichen Rückzug der Dissidenten von der Macht und der Übernahme der Technokraten mit Václav Klaus an der Spitze kam es auch in der Umweltagenda zu einer Kehrtwende. Dieser Kurswechsel habe sich auch in einer veränderten Haltung des Staates zu den Umweltbewegungen gezeigt, erinnert sich Kreihansel. Auf dem Höhepunkt der Proteste gegen die Fertigstellung des Kernkraftwerks Temelin wurden mehrere bekannte etablierte Umweltverbände als extremistische Organisationen eingestuft und vom Geheimdienst überwacht. Der Staat hat also unter der Federführung von Václav Klaus sein Verhältnis zu Umweltinitiativen um 180 Grad gedreht. Es ist kein Zufall, dass der Name von Václav Klaus, der in den 90er Jahren Ministerpräsident und von 2003 bis 2013 Präsident Tschechiens war, schon zweimal gefallen ist. Analysten zufolge hatten seine klimaskeptischen Ansichten großen Einfluss auf die Einstellung der tschechischen Öffentlichkeit zum Klimaschutz. Im Laufe der Amtszeit von Václav Klaus als Staatspräsident hat die Wahrnehmung und das Bewusstsein, dass der Klimawandel ein ernstes Problem ist, allmählich abgenommen. Und umgekehrt hat sie wieder zugenommen, als er 2013 aus dem Amt schied. Ich sage nicht, dass es da einen kausalen Zusammenhang gibt, aber eine gewisse Korrelation besteht eindeutig. Mit dem Abgang von Václav Klaus aus der aktiven Politik wurden die Stimmen der Klimaskeptiker also schwächer. Heute sind es nur noch 1% der Tschechen, die Klaus' Meinung weiterverbreiten. Also, dass es niemals einen Klimawandel gegeben habe und niemals geben werde.
Es ist der 15. September 2023. Eine Gruppe junger Menschen von Fridays for Future hat sich vor dem Umweltministerium in Prag versammelt. Mitte September ist die Zeit, zu der sich viele Menschen auf der ganzen Welt am weltweiten Klimastreik beteiligen. Die tschechische Bewegung Fridays for Future hat sich entschieden, einen Protest in Form eines kleinen Theater-Happenings mit sehr konkreten Forderungen an den Umweltminister und die gesamte tschechische Regierung zu organisieren. Die Demonstranten wollen, dass die Regierung ihre eigene Verpflichtung einhält, bis 2033 aus der Kohle auszusteigen. Derzeit besteht nämlich die Gefahr, dass dieses Limit um 2 Jahre überschritten wird. Aktuálně totiž hrozí prolomení tohoto limitu o 2 roky. Ich freue mich, dass nach Abschluss des Happenings eine der Sprecherinnen von Fridays for Future Zeit für mich hat. Magdalena Středová, guten Tag. Středová, dobrý den. Dobrý den. War das Happening aus Ihrer Sicht erfolgreich? Es waren relativ wenig Menschen hier, aber ziemlich viele Medienvertreter. Hodně médií. Já hodnotím happening úspěšně, protože... Ich sehe das Happening als Erfolg, denn es war unser erklärtes Ziel, das Thema in die Medien zu bekommen. Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass der Abbau im Tagebau Bielina vor kurzem bis ins Jahr 2035 verlängert wurde. Das ist ein Verstoß gegen das Regierungsprogramm, in dem die Beendigung des Abbaus und der Verbrennung von Kohle bis 2033 vorgesehen war. Dieser Protest betraf also hauptsächlich den Tagebau Bielina. Warum ist er so ein großes Problem? Man könnte doch sagen, 2 Jahre hin oder her. Wir haben schon in der Vergangenheit mit unterschiedlichen Klimaaktionen und Streiks auf den Kohleabbau im Tagebau Bielina aufmerksam gemacht. Manch einer wird vielleicht sagen, dass 2 Jahre nichts ausmachen, aber die Klimakrise ist allgegenwärtig. Wir haben den heißesten Sommer aller Zeiten erlebt, Brände und Überschwemmungen, und diese Extreme werden wahrscheinlich noch zunehmen. Es gibt keinen Grund, die Bekämpfung der Klimakrise aufzuschieben. Sie sollte unsere Priorität sein. Das Kabinett hat in seiner Regierungserklärung das Jahr 2033 als Ausstiegsdatum für den Kohlebergbau versprochen. Und wir sehen keinen Grund, davon abzuweichen. Vielmehr sollten wir uns darauf konzentrieren, so schnell wie möglich aus der Kohle auszusteigen, erneuerbare Energien auszubauen und einen ausgewogenen Übergang einzuleiten. Začneme provozovat spravedlivou transformaci. Die Reportage vom Happening von Fridays for Future zeigt, dass sich auch in Tschechien die junge Generation zu Wort meldet. In den vergangenen 5 bis 10 Jahren hätten sich in Tschechien eine Reihe neuer Klimabündnisse etabliert, erläutert Jan Krajhansl. Es wächst eine neue Generation heran, die sich viel häufiger für Methoden der direkten Aktionen und des zivilen Ungehorsams entscheidet. Inspiriert sind sie zum Beispiel von der deutschen Initiative Ende Gelände, die tschechische Aktivisten besucht haben. Die Aktivisten lernen nach und nach, wie sie die fossile Infrastruktur der wichtigsten tschechischen Kohlebarone blockieren können. Regelmäßig finden Sommerklimacamps und andere Aktionen statt. Wie in Westeuropa sind auch in Tschechien die Bewegungen Fridays for Future, Extinction Rebellion und Last Generation entstanden. Man kann also sagen, dass die Entwicklung der Klimabewegung hierzulande bis zu einem gewissen Grad westlichen Trends folgt. Nur die Reaktionen sind hier etwas anders als in Großbritannien oder Deutschland. Warum aber findet die Klimabewegung in Tschechien keine so große gesellschaftliche Resonanz wie anderswo in Europa? Noch einmal Jan Krajhansl. Wir sind immer noch eher ein Volk von Landschaftsliebhabern und Bachlaufputzern. Dagegen werden öffentliche Aktionen wie Blockaden des Individualverkehrs von der tschechischen Öffentlichkeit eher negativ wahrgenommen. Selbst wenn sie mit Klimaschutz sympathisieren, sind selbst die größten Klimaschutzbefürworter nicht mit diesen Klimaschützerinnen und Klimaschützern einverstanden. In diesen Fällen ist die Ablehnung sehr groß.
Laut Kreihansel gibt es in der tschechischen Klimaschutzdebatte eine Reihe von Besonderheiten. Eine davon ist ein gewisses Misstrauen gegenüber großen Visionen, das aus den historischen Erfahrungen mit dem kommunistischen Regime herrührt. Deshalb ist die tschechische Öffentlichkeit auch misstrauisch gegenüber großen Visionen von heute, wie dem Green Deal für Europa oder der deutschen Energiewende, die zudem die Abschaltung funktionierender Atomreaktoren mit einschloss. Dazu Bedřich Moldan. Als die Deutschen die Kernkraftwerke durch fossile Brennstoffe ersetzten, spotteten die Tschechen und sagten über sie: Seht nur, und das Ergebnis der ganzen Energiewende ist, dass sie ihre Kohlendioxidemissionen erhöht haben oder sie nicht schnell genug reduzieren, weil sie unsinnigerweise die Atomkraftwerke abgeschaltet haben. Die Kernenergie sei übrigens ein Thema, bei dem Deutsche und Tschechen gespaltene Meinung seien, sagt Jan Kreihansel. Tschechien steht in der europäischen Debatte um die Kernenergie fast am entgegengesetzten Ende der Skala wie Deutschland. Während Deutschland auch dank der langen Tradition seiner Umweltbewegung zu den stärksten Gegnern der Kernenergie gehört, zählt die Tschechische Republik zu den kerntechnologischen Optimisten, die kein Problem mit der Atomenergie haben. Manche Menschen betrachten die Kernkraft sogar als Teil der tschechischen nationalen Identität, diesen Stolz und den Stolz darauf, wie viel Strom wir produzieren können, um ihn ins Ausland zu exportieren. Denn die Tschechische Republik ist immer noch ein Nettoexporteur von Strom. Die tschechische Diskussion über die Energiewende zeige, so Kreihansel und Moldan, wie kurzsichtig die Tschechen manchmal bei der Beurteilung von derart komplexen Strategien seien. Ein ähnlicher Ansatz ist beim Green Deal zu beobachten, der oft auf das Verbot von Verbrennungsmotoren reduziert wird. Der Green Deal werde in der Tschechischen Republik eher als Bedrohung denn als Chance dargestellt, erläutert Romana Brzozowska. U nás je celá diskuze ohledně zelené dohody pro Evropu. In unserem Land ist die gesamte Diskussion über den Green Deal damit verbunden, dass er eine große wirtschaftliche Belastung darstelle, dass er schwerwiegende Auswirkungen auf unsere Industrie nach sich ziehe, dass er uns verarmen ließe und dass er ein ideologisch motiviertes Projekt sei. Die Befürchtung der Menschen, dass sie die Verlierer sein werden, dass die Bedingungen des Green Deal nicht fair gestaltet werden und dass sie niemand für etwaige Verluste entschädigen wird, ist sehr präsent. Denn genau das wiederholen die politischen Eliten immer wieder. Einen sehr pragmatischen Blick auf den Green Deal hat zum Beispiel der tschechische Europaabgeordnete Alexander Vondra von den Bürgerdemokraten. Seine Partei ODS gehört im Europäischen Parlament zur Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer. Beim Green Deal geht es auch um die Umverteilung von Profit und Einfluss in Europa. Die Niederländer und Skandinavier bekommen die Windenergie in der Nordsee umsonst. Die Spanier und Griechen bekommen die Solarenergie umsonst. Aber dann sind da noch Polen, die Tschechische Republik und Deutschland. Alles Industrieländer, deren Wirtschaft auf billigem russischen Gas und billiger Kohle aufgebaut wurde. Diese Länder stehen plötzlich vor einer großen Herausforderung. Wir werden damit nichts verdienen, das müssen wir ehrlich zugeben. Wichtig ist aber jetzt, dass wir zumindest überleben, ohne dass es zu einer totalen Destabilisierung kommt. Deutschland ist bekanntlich eine etwas reichere Gesellschaft als Tschechien, sodass die Deutschen die Auswirkungen auf ihren Geldbeutel erst jetzt zu spüren bekommen. Die Tschechen haben sie schon früher zu spüren bekommen. Etwa ein Drittel der tschechischen Bevölkerung unterstützt den Green Deal für Europa. Ein weiteres Drittel lehnt ihn eher ab und das verbliebene Drittel ist strikt dagegen. Wie der Umweltpsychologe Jan Kreihansel sagt, hänge dieses blamable Bild auch mit der Haltung der Tschechen zur Europäischen Union im Allgemeinen zusammen. Für uns ist das nicht nur ein Umweltthema, sondern auch ein Symptom für eine gewisse Euroskepsis, die hier sehr stark ausgeprägt ist. Ich weiß noch, wie nervös ich war, als ich 2014 und 2015 das Eurobarometer studierte und sah, dass die Tschechen damals noch euroskeptischer waren als die britische Öffentlichkeit. Und wir reden hier von der Zeit kurz vor der britischen Abstimmung über den Austritt aus der Europäischen Union.
Wenn damals jemand einen Chexit vorgeschlagen hätte, hätte ich sicher nicht darauf gewettet, dass wir in der Europäischen Union bleiben. So gesehen ist der Euroskeptizismus hier ziemlich tief verwurzelt, was sich nicht nur auf die Haltung gegenüber Brüssel selbst auswirkt, sondern auch auf die Politik, die mehr oder weniger mit Brüssel verbunden ist. Neben einem gewissen Euroskeptizismus sei die tschechische Debatte über den Klimaschutz auch durch die tschechische Tendenz zum Technokratismus beeinflusst, glaubt Krajhansl. Das hängt auch mit unserer Geschichte und mit unserer industriellen Vergangenheit zusammen, die bis in die Zeiten von Österreich-Ungarn zurückreicht. Wir sind immer noch eher eine Nation von Ingenieuren als von Ideologen. Interessant ist zum Beispiel der Vergleich mit Frankreich oder mit den Vereinigten Staaten. Bei uns haben immer noch eher die schlauen Ingenieure die Oberhand, die etwas berechnen können, die Geld verdienen und die es schaffen, ihre Kompetenzen unter Beweis zu stellen. Üblicherweise gewinnen eher solche Politiker als diejenigen, die uns zu einem gewissen Wertekatalog auffordern. Krajhansl zufolge könnte dies einer der Gründe dafür sein, dass die tschechischen Grünen seit 2010 nicht mehr im Parlament vertreten sind und ihre Zustimmung seit langem im unteren einstelligen Prozentbereich liegt. Ganz oft sind es Personen, die in der Wissenschaft oder in gemeinnützigen Organisationen tätig sind. Solche Leute hält ein Teil der tschechischen Öffentlichkeit für sogenannte Schöngeister, das heißt für Menschen, die zwar gut reden können, aber keine echte Arbeit leisten. Das ist nicht meine Meinung. Ich versuche nur, anhand einiger Vorwahlumfragen zu verstehen, wo die Entwicklung ins Stocken geraten ist. Vielleicht ist die Partei zu romantisch und nicht pragmatisch und technokratisch genug für die tschechische Gesellschaft. Wenn man hingegen die Partei Anno von Milliardär Babiš oder die Bürgerdemokraten nimmt, wenn sich diese Parteien in irgendeinem Punkt ähnlich sind, dann in ihrer Zuneigung zum Technokratismus. Derzeit gibt es im tschechischen Parlament keine politische Kraft, die sich über eine umweltpolitische Agenda definiert. Einige Parteien wie die Bürgermeister und Unabhängigen oder die Piraten zeigen ein gewisses Interesse an diesen Themen, aber man findet dort keine grüne Partei, die mit den deutschen Grünen vergleichbar wäre. Und das, so Romana Březovská, sei ein großes Problem. Die Tatsache, dass dieses Thema keine politische Vertretung hat, ist ein großes Handicap. Denn es gibt niemanden, der glaubwürdig sowohl positive als auch negative Informationen über die grüne Transformation an die Bürger vermitteln kann. Daher besteht viel Spielraum für beliebige Akteure, die Medienwelt zu vereinnahmen und ihr Verständnis des Themas sowie ihre Interessen in diesem Bereich voranzubringen. Laut Krajhansl ist es außerdem ein Fehler, dass die tschechischen Parlamentsparteien dem Thema nicht genug Aufmerksamkeit widmen. Denn der Green Deal bietet eine einzigartige Chance für die Modernisierung der Tschechischen Republik. Die Tschechische Republik erhält mehr als 1 Billion Kronen für unterschiedliche Programme, von Investitionen in umweltverträgliche Technologien über die Modernisierung staatlicher Dienstleistungen und Regionen bis hin zur sozialen Unterstützung von Gruppen, die von der Dekarbonisierung benachteiligt sein könnten. Diese Mittel sind praktisch mit dem Marshallplan in der Nachkriegszeit vergleichbar. Dennoch wird nicht viel darüber gesprochen und die Medien schenken dem nur wenig Aufmerksamkeit. Ich denke jedoch, dass nicht nur in Bezug auf das Klima und die Emissionen, sondern auch in Bezug auf die tschechische Wirtschaft und Lebensqualität jetzt darüber entschieden wird, wie dieses Land in den kommenden Jahrzehnten leben wird. Obwohl sich die Kommunikation des Klimawandels in den Medien langsam verbessert, hinkt Tschechien in dieser Hinsicht noch weit hinterher, so Krajhansl. Die hiesige politisch-mediale Debatte zum Klimaschutz ist in etwa dort, wo die britische oder deutsche Debatte vor 10 Jahren war. Also extrem konservativ, man könnte auch sagen rückständig. Neben der problematischen Eigentümerstruktur der privaten Medien, die oft Verbindungen zur fossilen Brennstoffindustrie aufweisen, ist laut Krajhansl vor allem der geringe Bildungsstand über Klimafragen bei den meisten Journalisten dafür verantwortlich. Beispielsweise ließen sich etliche Journalisten zu der Zeit, als die Strompreise zum ersten Mal in die Höhe schnellten, zu Twitter-Posts hinreißen, in denen sie im Grunde unkritisch behaupteten, die Ursache sei, dass sich der Preis der Emissionszertifikate auf die Preise der Endverbraucher auswirkten.
Tatsächlich war es aber schon zu diesem Zeitpunkt, also im Herbst 2021, auf die geopolitischen Spielchen Russlands mit den Energiepreisen zurückzuführen. Schon damals war analytisch nachweisbar, dass dies mit den Emissionszertifikaten nicht viel zu tun hatte, sondern dass etwa 80% des Preisanstiegs auf das Konto des Putin-Regimes ging. Dieser Lackmustest hat gezeigt, wie schlecht tschechische Journalisten mit sachlichen Informationen umgehen können. Das unzureichende Verständnis der Parteien für die grüne Transformation, die Tendenz zum Technokratismus und Pragmatismus sowie das niedrige Niveau des Klimajournalismus. All dies trägt dazu bei, dass die tschechische Klimapolitik nach Ansichten vieler Analysten nicht ehrgeizig genug ist. Das betrifft insbesondere ihren Mitigationsanteil, also die Bemühungen, den Verlauf des Klimawandels abzumildern. Bedřich Moldan fährt fort. Wenn wir die Ziele der Regierung unter die Lupe nehmen, sehen wir, dass es für die Anpassungsstrategie bereits einen Aktionsplan gibt. Und ich denke, er ist sehr gut aufgebaut. Er ist detailliert und basiert auf unterschiedlichen Analysen. Aber es gibt praktisch keine Mitigationsstrategie. So hat die Tschechische Republik beispielsweise bis heute kein offizielles Klimaneutralitätsziel ausgegeben. Erwähnenswert ist außerdem, dass das Land bei der Entwicklung von erneuerbaren Energiequellen sogar hinter Polen zurückbleibt. Zu einer Art positiven Wende kam es während der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft im Jahr 2022, wenn auch nur für eine begrenzte Zeit. Als Tschechien den EU-Ratsvorsitz innehatte, war das Land ein aktiver und konstruktiver Akteur bei den Verhandlungen über das Fit for 55-Paket, das eine Reduzierung der Emissionen um 55% bis 2030 vorsieht. Dazu die Analystin Romana Březovská. Wir haben gesehen, dass wir während der tschechischen Präsidentschaft die Herausforderung, Allianzen zu bilden und Vereinbarungen auszuhandeln, sehr gut angepackt haben. Wir haben die Präsidentschaft als Aufgabe angenommen und waren in der Lage, sie zu erfüllen. Und wir haben es gut gemacht. Seit dem Ende der Präsidentschaft ist jedoch eine allmähliche Rückkehr zu alten Positionen zu beobachten, die die Glaubwürdigkeit der von uns unternommenen Schritte und erreichten Ziele untergraben kann. Zum Beispiel im Bereich des Fit for 55-Pakets. Nach dem Ende der Ratspräsidentschaft haben wir dieses erfolgreich ausgehandelte Bündel wieder aufgerollt und gemeinsam mit Deutschland gewisse Ausnahmen gefordert. Ein Hauptproblem beim tschechischen Ansatz zur Bekämpfung des Klimawandels ist Analysten zufolge die geringe Bereitschaft der hiesigen Politik, sich an der Reduzierung der Emissionen zu beteiligen. Die meisten tschechischen Politiker unterstützen in der Regel nur Anpassungsmaßnahmen. Dies wird durch die folgende Aussage des Europaabgeordneten Alexander Vondra veranschaulicht. Der Teil des Green Deal, der sich auf den Schutz und die Wiederherstellung der Natur bezieht, ist meiner Meinung nach der wichtigste. Aber leider wurde dieser Punkt vernachlässigt und musste im Vergleich zum Kampf gegen den Klimawandel zurückstehen. Ich halte den Naturschutz vor allem unter einem Gesichtspunkt für wichtig. Wenn wir von den Menschen verlangen, dass sie Opfer bringen, dass sie etwas bescheidener sind und so weiter, dann muss es auch eine gewisse Belohnung geben. Und zwar noch zu unseren Lebzeiten. Und das ist bei der Mitigation einfach nicht der Fall. Wir bringen hier enorme Opfer. Und diese Opfer treffen am meisten die traditionell industriell und energieintensiven Länder wie die Tschechische Republik und Deutschland. Aber all die Emissionen, die wir hier einsparen, werden China, Indien, die USA, Russland und Brasilien zusätzlich ausstoßen. Diese Maßnahmen werden also keinen Effekt haben, weder für meine Generation noch für die Generation unserer Kinder. Die Hitze wird immer noch da sein. Ich bin nicht gegen die Minderung von Emissionen, aber ich würde mit Bedacht vorgehen, nicht auf diese umstürzlerische Weise. Was aber den Naturschutz betrifft, da werden wir noch zu unseren Lebzeiten einen positiven Effekt sehen. Da geht es um Vögel, Insekten, Bestäuber, Wasserrückhalt in der Landschaft, eine vielfältigere Landschaft. Diese Maßnahmen unterstütze ich.
Die Vorstellung, dass wir uns nur an den Klimawandel anpassen müssen, ist für Klimaexperten inakzeptabel. Alle Länder müssen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen beitragen, betont Romana Březovská. Wir sehen, dass wir auf eine Erwärmung von mehr als 2 Grad zusteuern. Und wir sehen, dass 6 der 9 planetaren Belastungsgrenzen bereits überschritten wurden. Wenn wir die Erde mit dem menschlichen Körper vergleichen, hat sie nicht nur Fieber, sondern vielleicht auch schon Bluthochdruck. Global gesehen geht es uns schlicht und einfach nicht gut, obwohl wir das in Tschechien noch nicht so stark spüren. Auch dank unserer geografischen Lage. Tolik nepociťujeme i díky naší geografické pozici. Trotz aller Defizite im Umwelt- und Klimaschutz, von denen hier gesprochen wurde, sind die Tschechen in einer Sache möglicherweise europaweit Spitze. Und zwar in der Liebe zur Natur. Und das sei ein Wert, auf den sich aufbauen ließe, findet Jan Krajhansl. Man muss den Tschechen zugestehen, dass sie Naturliebhaber sind. Sie lieben die Natur wirklich von ganzem Herzen, genauso wie die Landschaft. Ich würde sogar sagen, dass sie ein tieferes Gefühl zur Natur haben als viele andere Nationen. Das zeigt sich auch in Meinungsumfragen auf gesamteuropäischer Ebene. Wenn es zum Beispiel darum geht, einen Urlaubsort zu wählen, ist die Natur drumherum für Tschechen das allerwichtigste Kriterium. Sie entscheiden nicht nach touristischen Attraktionen, Sehenswürdigkeiten oder nach dem Preis, sondern legen den größten Wert auf die Natur vor Ort. In mehreren Umfragen hintereinander haben die Tschechen in dieser Frage den ersten Platz belegt. Sehen Sie, wir gehören zu den Letzten, was das Klima betrifft, aber wir gehören zu den Ersten, was die Liebe zur Natur betrifft. Deshalb glaube ich nach wie vor, wenn wir aufhören, schematisch die Kommunikationsrezepte aus Deutschland oder Großbritannien zu übernehmen, um die Öffentlichkeit für Umweltfragen zu gewinnen, sondern stattdessen versuchen, die tschechische Stimmung zu verstehen, haben wir eine Chance, es besser zu machen und einen tschechischen Weg zu finden. Ich glaube, wenn man das richtig anpackt, kann sich die tschechische Öffentlichkeit sehr aktiv für den Schutz von Natur, Umwelt und Klima einsetzen. Aber wir müssen ganz andere Wege suchen und beschreiten, als die in Westeuropa erprobten. Musíme prostě hledat a vyšlapávat úplně jako nové cesty, než fungují v západní Evropě. Damit endet die erste Folge des Podcasts Sechsmal Tschechien. Beim nächsten Mal wird es um die Beziehung Tschechiens zu Russland gehen. Wir zeigen dann, wie sich die gemeinsamen Beziehungen in den letzten 3 Jahrzehnten und insbesondere durch den russischen Einmarsch in die Ukraine verändert haben. Philipp Rambousek freut sich auf ein Wiederhören in 2 Wochen.